Die haben wir auch tatsächlich gestern gespielt, die Runde. Die Map. Oh, du hast geschossen. Weiß nicht, was du meinst. Komm, wir können sogar Team zusammen machen. Das hatten wir doch schon mal, oder? Die gab es, glaube ich, mal, ja. Du wirst verlieren, wenn du stirbst, wenn du keine weiteren Leben hast, ey. Steady. Ja, du hast aber auch nur vier Kugeln, ne? Scheiße. Da stand doch Enrico. So, Enrico gegen Sven. Ich stand gar nicht an der gleichen Säule, gerade Rücken an Rücken. Sorry, Enrico. So. Ah, ist krass, hier hat nur den Kill, ne? Es ist halt, ja, es ist halt, jede Kugel zählt, so heißt der Modus. Wie viele Runden gibt es denn noch? Zwei, Zweimal musst du gewinnen. Boah, so gut, dass ich eh mal gewonnen habe. Ich habe da keine 10 Mal, jetzt aber verrückt. So, aber ein neues. Gestern haben wir die, glaube ich, auch zu, doch, zu 8, glaube ich, gespielt oder zu 7 oder sowas, ne? Wo ist Kev? Weg von dir, weit, weit weg von dir. Svenja! Kev? Wo zur Hölle? Wo zur Hölle bist du? Das braucht man schon kurz bei dir, ne? Ach, wir sind die beiden einzigen noch. Sie ist gerade. Wie bitte? Nix.
Du bist ein Feigling. Was willst du von mir? Jawohl! Oh, jetzt war ich erschrocken. Ich hab dich aber die ganze Zeit gesehen, weil du in der Ecke gestanden hast. Wenn du in der Ecke länger stehst, wirst du auf der Karte angezeigt. Daher wusste ich, wo du bist. So. Und jetzt bist du mir mehr oder weniger gerade, habe ich gesehen, wo du lang gegangen bist, weil ich ja den ersten Schuss ja in den Rücken gesetzt habe beim Vorbeigehen oder beim Weggehen. Und als ich dann gesehen habe, okay, du gehst den langen Weg geradeaus, bin ich rechts ab den kurzen Weg und wollte dir entgegengehen. Du kleiner Cheater, du! Das war nur ein bisschen Zeit. Ein kleines Schwein. Und in dem Moment wusste ich, okay, du kannst mir entgegen, weil dann habe ich dich wieder auf der Karte gesehen und dann habe ich nur dahinter auf der Ecke gewartet, bis du vorbei bist an mir. Achso, wenn du kämpfst, dann sieht man das, okay. Genau, wenn du eine gewisse Zeit irgendwo in der Ecke stehst, siehst, wirst du von den anderen Spielern angezeigt. Und das ist bei dir passiert. Und daher wusste ich, wo du bist. Ah, ich bin dir dann quasi deine Richtung gegangen. Wird das nie was drauf. Den Markus habe ich im Headshot gekillt in der ersten Runde direkt. Ja, in Rico ja auch, da lief man genau vor der Flinte. Ich wusste nicht, dass du, dass Rico dann auch schon weg war. Du wirst aber auch immer, du zeigst aber auch immer an oder wirst immer angezeigt werden. Fresse. Enrico hat mich mitgenommen, Markus hat mich mitgenommen. Sven und Markus. Alle ruhig sind. Du darfst ja nichts sagen. Das wäre auch assi, sonst irgendwas zu verraten. Könnt ihr beide sehen oder nur ihn? Mhm. Also wir können beide den Spieler sehen, aber wir können jetzt nicht auf der Karte zwei rote Punkte sehen, wo die Leute sich im Grunde umlaufen. Markus, wo bist du? Das ist ein bisschen blöd. Ich komme nicht dafür irgendwo dran vorbei. In dem Augenblick. So wie bei mir gerade. Am Ende laufen wir die ganze Zeit im Kreis, ne? Könnte euch auch passieren, ne? Ja, krieg ich von euch? Ne, krieg ich nicht, ne? Scheiße. Nein, ich wollte mich gerade wegrollen! Wer schneller, nachlädt. Ich wusste, der Markus hat mich gesehen, weil ich kurz gekämpft habe, beziehungsweise ich habe nicht gekämpft, sondern ich habe festgehangen und damit wusste er, wo ich war. Da habe ich gedacht, na gut, wenn der Druck hinläuft, wo ich war,
kommt er mir irgendwann entgegen. Und so war es auch. Markus war ein gutes Ding. Jo. Mhm. Ach, wohl jetzt wirklich, der lädt schneller nach, ne? Auch beide haben wir nicht auf den Kopf gezielt gehabt. Jetzt steht schon 3x1 Punkt. Jetzt heißt es Markus, Kev oder ich. Und der Rico holt auch einen Punkt. Wenn den Rico noch einen Punkt macht, dann ist es wirklich First Bike. Ja. Wirklich der komische Map, ne? Ach, das ist Bunker, ne? Aber trotzdem ist es cool. Leider, der. Jawoll. So ein Müll, ey. Ich hab auch gehauen, aber meiner macht's nicht. Der hat Sven mich gekriegt. Nein! Der Enrico, der macht's nicht! GG. Enrico, geiles Ding. Geiles Ding. Schön, dass ihr euch alle gegenseitig über den Haufen geschossen habt. Danke. Ich sehe den Enrico und ich musste nachlauen. Das kommt zum Kotzen. Der Kevin ist einfach meine Plinterei gelogen. Da kannst du nicht verfluchen. Ja, ich wollte heute Kevin gerade holen und auf einmal fällt er vor mir um. Ich denke mir so, scheiße. Und dann guckst du mir und ich denke mir, ach, lass mal eine Kugel tot. Der war jetzt gut. Aber ironischerweise treffen immer Markus und Kevin aufeinander, ne? Diesmal habe ich. Gestern hat er mich quasi auf dieser Map, glaube ich, 3 oder 4 Mal hintereinander weggeholt. Es war immer nur er. Und wir haben trotzdem, wir haben zu 8 gespielt. Also wir haben noch so, nächste Runde entscheidet, ne? Jo. Die goldene Kugel, wer kriegt sie verpasst? Hm. Oder wer schießt sie aus? Oder wer schießt sie ab? Wer feuert sie ab, ja. Danke. Die Feuerwehr war gar nicht auf dem Schirm, dass du das bist, nicht komm. Oh, Alter. Wen haben wir jetzt hier? Wen haben wir jetzt hier? Sven! Nein! Ja, ich hab nur geschossen! Ich hab zweimal die Waffe ins Gesicht gezogen. Den Feuerwehrmann habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, den Rico. Kannst du mal so einen Feuerwehrmann für mich? Das wäre ein NPC, weißt du? Pep, geiles Ding, geiles Ding. Und in dem Moment jetzt stehst du da und jetzt sag ich so, geh einfach drauf, push jetzt. Nee, das war jetzt gerade ein geiles Ding, ohne Frage. Aber ich habe genau nicht drüber geschossen. Ich habe beide Mann genau mit der Waffe ins Gesicht geholt. Hab drauf abgehauen. Oh, kotzt mich an. Den Morgen hat verloren sehen, da hat er versucht auf mich zu zielen. Du hättest nur einmal treffen müssen, ich wäre weg gewesen. Ich habe auf ihn geschossen, also auf dich geschossen. Ja, ich weiß. Ungen hat bei mir auch was abgenommen. Ich habe das gestern schon mit Kev gehabt, die Unterhaltung. Das ist total seltsam ist in dem Modus. Manchmal. Triffst du einen voll und der stirbt nicht, manchmal triffst du einen voll und der stirbt. Also ich habe jetzt mal, wir haben das gleiche im Casino gespielt und da habe ich 3 Kugeln auf einen draufgehauen, das hat den nicht gejuckt, beim ersten Schuss war ich tot. Nee, das war gerade eine geile Runde. Kann man nicht anders sagen, war geil. Hm? Landhockey, das hatten wir doch schon mal, oder? Das ist immer wieder so ein Motorradrennen, genau. Ja, das ist eine relativ einfache, ziemlich kurze Strecke, glaube ich.